Reisedurchfall, Vorbeugen und Behandeln der Tropenkrankheit Nummer 1. Für viele europäische Urlauber werden die Länder Asiens ein immer beliebteres Ziel. Es locken kristallklares Wasser, paradiesisch weiße Traumstrände und jede Menge Sonnenschein bei tropischen Temperaturen. Aber Vorsicht, um gesund und wohlbehalten wieder aus dem Urlaub zurückzukommen, sollte man sich schon im Vorfeld mit der Tropenkrankheit Nummer 1 beschäftigen, dem Reisedurchfall. Vorbeugen und Behandeln von Reisedurchfall in den Tropen. Wir zeigen euch, was ihr beachten müsst. Unangefochten auf Platz Nummer 1 der Tropenkrankheiten befindet sich der Reisedurchfall. Die asiatischen Länder befinden sich bei weitem noch nicht auf dem hygienischen Standard Europas. Allerdings ist die mangelnde Hygiene oder das asiatische Streetfood oft nicht der Auslöser für den Reisedurchfall. Dieser tritt meist nach dem Verzehr von mit unreinem Wasser gereinigter Rohkost und Salaten auf. Und auf unsauberen Toiletten lauern die Erreger, welche über die Hände übertragen werden. Nicht nur die unserem Körper unbekannten Krankheitskeime, sondern auch das fremde Klima und die Zeitumstellung tragen zu einem Reisedurchfall bei, da diese Kombination unsere Immunabwehr einfach überfordert. Das richtige Essen. Beim Essen gilt grundsätzlich das Motto Cook it, peel it or forget it. Also alles, was ihr nicht kochen oder schälen könnt, solltet ihr auf jeden Fall von eurer Speisekarte streichen. Obst und Gemüse immer schälen, auf Salate komplett verzichten und Fleisch, Fisch und Eierspeisen immer gut durchgegart essen. Weiterhin kein Softeis zu euch nehmen, scharfes Essen meiden und vor und nach dem Essen und dem Toilettengang immer die Hände waschen. Auch auf Sushi und rohe Meeresfrüchte solltet ihr möglichst verzichten. Streetfood und Garküchen an jeder Ecke gehören zum asiatischen Leben einfach mit dazu und das Essen ist meist lecker und günstig. Zwar sind die hygienischen Bedingungen nicht immer einwandfrei, aber dort, wo viele Einheimische und Touristen kaufen, ist das Essen meist bedenkenlos. Nur sauberes Trinkwasser verwenden. Kein Leitungswasser trinken, da die Wasseraufbereitung in Asien nur ungenügend ist und nicht alle Keime aus dem Wasser gefiltert werden können. Oft wird das Wasser zusätzlich mit Chlor versetzt, um Keime abzutöten. Riecht das Wasser nach Schwimmbad, bitte auf keinen Fall trinken. Einige Hotels sind nicht an das Wassernetz angeschlossen, werden mit Wasser durch Lastwagen beliefert und das Wasser wird dann in Tanks gelagert. In diesen Tanks, besonders in warmen Ländern, fühlen sich Bakterien und Keime pudelwohl und vermehren sich prächtig. Kauft euch lieber im lokalen Supermarkt einige Flaschen stilles Trinkwasser. Das kostet nur wenige Cent. Einige Hotels bieten auch kostenloses Wasser in geschlossenen Flaschen an, das ihr täglich auf eurem Zimmer findet. Bei einem Wasserspender solltet ihr übrigens auch kritisch sein. Die haben das gleiche Problem wie die Wassertanks. Weiterhin keine Eiswürfel in den Getränken nutzen, da diese meist aus dem örtlichen Leitungswasser hergestellt werden. Zähne nur mit Trinkwasser putzen und nicht aus Getränkedosen oder Flaschen trinken, da man nie weiß, wer die Dosen vorher in der Hand hatte. Lieber ein Glas oder einen Strohhalm verwenden. Wenn es euch doch erwischt hat, viel Wasser trinken und so lange auf der Toilette bleiben, bis alles raus ist. Der Körper ist durch den Flüssigkeitsverlust meist dehydriert und braucht dringend Wasser und Elektrolyte. Frisches Wasser aus einer Kokosnuss ist sehr zu empfehlen, da es viele Elektrolyte enthält und in den Tropen überall zu finden ist. Oder ihr mixt euch selber einen Elektrolyte-Drink aus einem Liter Wasser, einem halben Esslöffel Salz und 2 bis 3 Esslöffeln Zucker. Auch andere isotonische Getränke sind in den üblichen Supermärkten erhältlich. Der Durchfall lässt dann meist nach einigen Stunden wieder nach. Ist der Reisedurchfall nach 2 Tagen immer noch nicht verschwunden, Blut im Stuhl tritt auf oder Fieber kommt hinzu, solltet ihr unbedingt einen Arzt aufsuchen. Medikamente, welche den Durchfall stoppen sollen, sind nur zu empfehlen, wenn man gerade unterwegs ist. Denn dadurch kommt der Übeltäter nicht raus und die Keime bleiben im Körper. Während des Reisedurchfalls sollte man nur leichte Gerichte zu sich nehmen, um den Körper zu entlasten. So, das war's für heute mit Reisedurchfall, Vorbeugen und Behandeln der Tropenkrankheit Nummer 1. Vielen Dank für euer Interesse. Hat euch unser Video gefallen? Dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Klickt im Anschluss auf die Glocke und ihr erhaltet immer die neuesten Videos von Tropisch Gesund. Also, bleibt jetzt alle tropisch gesund. Bis zum nächsten Video. Wir freuen uns auf euch.